Willkommen zurück. So. Zack. Komm mal näher. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich bin hier auf einer Mission. Oh. Wer diese Kirschböller in dieses Loch hier werfen. Warum? Weil mir danach ist. Mein Vater kann mich nicht davon abhalten. Wir sind hier in der wilden Natur. Die gehört ihm nicht. Natur gewinnt immer. Oh. Das war ich. Nimm das, Papa. Ich bin eine selbstständige Person. Ja, sehr schön. Okay. Noch weiter? Reicht das? Reicht das? Nein! Mal. Reichen, oder? Das müsste doch reichen. Bin doch zu blöd. Ich bin zu blöd. Alles klar. Erz. Ah. Oh, danke. Wo geht's hier lang? Geschlossen. Umkreise. Meine Besucherin. Was machst du hier? Der Ort hier ist geschlossen. Verlassen und aufgegeben. Niemand kommt hier. Es ist ein Friedhof. Das war meine Fabrik. Reende AG. Du glaubst nicht, dass es meine Fabrik, meine Fabrik gehören könnte? Ist aber so. Und sie war der größte Fehler meines Lebens. Ich hatte Angestellte. Ich hatte Handelsabkommen. Ich hatte Ladungsmanifeste. Das volle Programm. Ich hatte alles, was eine Firma haben konnte. Wie ich das alles verloren habe? Es ist nicht meine Schuld. Es waren diese verdammten Theodors. Erst tun sie ganz unschuldig. Seht her, wir sind Raccoon Inc. Aber sobald man mal kurz nicht hinsieht, nehmen sie einem das Revier ab. Ein Bezirk nach dem anderen. Sie stehlen dir deine Angestellten, zerstören deine Träume und dabei lächeln sie dir ins Gesicht. Diese Tiere. Dann verlässt sich deine Frau und deine Kinder wollen nicht mal mehr in dir in die Augen sehen. Niemals. Schaff dir niemals eine Fabrik an. Das kann ich dir sagen. Okay. Hier hin. Da ist was drauf, war klar. Ah, ich komme gleich. Ich muss erst noch was einsammeln. Zwiebeln. Oh. Mädchen. Du wirkst verloren, Mädchen. Wir zeigen, was dir die ganze Zeit über gefehlt hat. Lass mich an Bord kommen. Mein Unterricht beginnt sofort. Okay. Okay. Spannend.
Okay, da kommen wir wieder nach hier. Ist hier noch irgendwas? Man wissen müsste. Anscheinend nicht. Okay. Ja, ich will zurück an Bord. Okay. Ist fertig. Der Ochse fliegt wieder durch die Gegend. Nella, sieh mir in die Augen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Dein Training mit mir beginnt heute. Ich kann es in deinen Augen sehen. Du fühlst dich von dieser Aufgabe überwältigt. Du benötigst Anleitung, Balance, Kraft, neue Fertigkeiten. Jemand, der dich unterweist. Das bin ich. Ab sofort wird es keine Rückschritte mehr geben. Auch keine, keinen Körperkontakt. Ich brauche deine vollkommene Ergebenheit und Kooperation. Ich werde deine Entschlusskraft stählern und deinen Mut stärken. Aber nur, wenn du tust, was ich sage. Und niemals meine Methoden in Frage stellst. Jetzt hör zu, Schülerin. Du wirst getestet. Und bewertet. Du wirst heulen. Aber zu guter Letzt wirst du Erfolg haben. Gut, das reicht jetzt. Finden wir raus, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Dich erwartet eine echte Herausforderung. Hoch mit dir, sofort. Ich hab Post. Okay. Lieferpaket, Lieferschmaus? Ich muss ja ins Inventar. Ist schon ein paar Tage her. Erstmal. Bisschen Geld. Sonnenblume. Dann lese Seelenblume. Sonnenblume. Geld bekommen. Okay. Dann halt nicht. Gold. Okay, Seidenstock. Ja. Ah, ich weiß, du brutzelst vor dich hin. Lecker Eier. Lecker, lecker. So, können wir was Neues anpflanzen? Auf jeden Fall die, die bringen viel Geld. Und Zwiebeln üben. Okay. Ja, erstmal wir müssen reinkommen. Müssen wir mal gucken, was wir zu tun haben. Aber einiges hier. Und denn? Mais. Baumwolle. Ja. So. Okay. Bisschen Kirschen, bisschen Äpfel. So, bisschen Pfirsich, bisschen Birnen. Okay, du bist schon hinüber. Ja, ach siehst du, Oliven. Zuckerrohr geben. Elken. Jo.
Lecker, lecker. Lecker Milch. Und Eier. Die Hühneronis schlafen. Das ist voll. Yay. Jetzt. Stimmt, da kriegen wir ja Olivenöl raus. Ja genau, manche Dinge, manche. Okay. Gut, ich will noch irgendwas verbessern. Bin komplett raus. Saban. Metenpulver, Kohlepulver, Quarzpulver, okay. Ist jetzt aber auch nicht vonnöten. Hier sind wir fertig. Okay. Auch fertig. Mal hier, Goldbahn. Zweiglas, Rotgoldplatte. Ist das fertig? Der ist ja schon weg. Ist auch schon weg. Da. Weg, weg. Weiter gucken. Durchsichtige Glasplatte. Okay. Machen wir hier nochmal. Wie macht man eine durchsichtige Glasplatte? Guck dir eine Schmiede. Was braucht man denn dafür? Kalkglas. Kalkpulver und Quarzpulver. Okay. Na denn. Feuer, yay. Sollte man definitiv mal upgraden. Einmal heiß machen. An. Und los. Und los. Ja. So. Anders. Das hier glaube ich, ne? Nee. Nö. Was? War doch der komische Fernseher. Hier. Voll aufgewertet. Sehr schön. Ach so. Kohlepulver, Quarzpulver fehlt noch. Kometenpulver. Pulsarbarren. Aber erstmal setzt mal Segel. Ah, definitiv. Oh, mit dir sprechen. Können wir uns nämlich schon mal bewegen. Okay. Oi. Fahren wir mal zum Schattenwald. Ich möchte es garantiert ein Haus haben. Richtig. Wir finden die nötigen Fertigkeiten. An diese Herausforderung kannst du dich noch nicht wagen. Du musst erst noch mehr trainieren. Du musst dich völlig frei bewegen können. Und dich kraftvoll in jede Richtung katapultieren können. Du musst Vorwärtssprünge ausführen können. Ich werde es dir noch nicht mal sagen. Ja, sehr schön. Bin begeistert. Okay.
Kometendinger. Oh mein Gott. Schattenwald. Kohleprüfung. Aber jetzt gehen wir erstmal von Bord. Mal während den Reisen machen. Zack, zack. Okay. Wir brauchen also Dashen. Okay. Okay. So. Oh, Kettensägenkatze wieder aktiv. Und zack. Oh, davon haben wir einen Baum vergessen. Kriegen wir hier? Kiefer. Stück. Okay. Holz war das erstmal weg. Sehr schön. Wunderbar. Na? Versteckt sich Astrid da etwa? Sammelerze. Na denn? Auf, auf. Okay. Und noch garantiert irgendwie hoch. Gehen wir mal von Bord. Wir brauchen auf jeden Fall Quarz. Kommen wir gerade hier noch irgendwie hoch. Genau. Wie machen wir Pulsarbahn? Ja, das funktioniert nicht. Saarerz. Ja, ich bin da. Das war alles einsammeln. Alle, auf geht's. Nö. Mach, was ich will. Millionsfiguren. Was sagst du denn? Plötzlich tauchen diese ganzen Bilder auf und wecken mich mitten in der Nacht. Und denke an all das Grauen während des Krieges. An alle meine Freunde, die gestorben sind. An die Freunde unserer Befreiung. Und natürlich denke ich an die ganze Zeit, die ganzen Kinder, die wir im Untergeschoss der Fabrik entdeckt haben. Masu und ich waren so jung, nur ein paar Jahre älter als die Kinder. 16 oder vielleicht 17. Ihr war nicht klar, was ich da tat. Die ganzen Auswirkungen, die ganzen Risiken. Aber ich war jung und sah keinen anderen Ausweg.
Ich konnte die Kinder nicht in ihrem Schicksal überlassen. Die hatten solche Angst. Waren so klein. Außerdem kannten wir fast alle ihre Eltern. Von denen kam niemand zurück. Stück, 5 haben wir. 2 haben wir. Quarz brauchen wir noch. Okay. Kometen. Kohlepulver. Oh, hab noch Kometen. Verborgenes Dickicht entdeckt. Weg, komm. Ja. Auf jeden Fall zurück. Jetzt verborgene Dickicht. Acht. Ganz morgen. Fässerchen. Kohle schon fertig. Ich hau mich weg. So, weg. So, was erwartet uns hier? Halt aus wie Eisen. Ah. Eisenerz. Was ist das denn? Ist das geil? Oh Mann. Aber gut, ey, wenn die Katze einfach festhängt, das ist super gelöst, echt. Ich hau mich weg. Das finde ich super. Gehen wir weiter. Okay. Hier mehr gibt's ja nicht. In der Richtung? Ja. Und hier. Oh. Schön. Gut, müssen wir irgendwie Quarz finden. Wo finden wir Quarz? Silbererz, Marmor. Ding. Stamm Heidelbeeren. Überdrache.
Eisen. Nee, das brauche ich alles nicht. Nicht doch da drüben hin. Findet sich alles. Müssen wir erstmal noch Kohle zerkleinern. Hier. Kohle, Kohle, Kohle. Ist genug Kohle. Ja, Kohle haben wir. Jetzt brauchen wir noch Quarz und Pulsarbahn. Das auch noch aufwerten. Hallo? Was haben wir denn hier Feines? Ja. Log eigentlich. Oh, Bugs Unterschlupf. Okay. Grauen Gipfeln. Gebratenes Hühnchen, okay. Wird ein Doppelsprung. Okay. Gebratenes Hühnchen. Hinbekommen. Und zwar brauchen wir dafür Hähnchen und das da. Bauen. Keller haben wir, haben wir, haben wir. Hier. Wachs unterschlupf. Durchsichtige Glasplatte. Unterschlupf. Alles klar. Ah, denn? Hier schon da? Ah, Alex! Alex! Wie auch immer. Denn? Bis morgen. Geh mal schlafen, können wir jetzt noch ein bisschen herreisen. Ja, klar, komm auf dem Schiff. Zack. Gute Nacht. Waren jetzt nochmal Holzsägen? Alex nochmal belästigen. Kommen wir da irgendwie in der Nähe hin? Ja. Genau da. Ja. Dankeschön. Alex macht das Leben so viel einfacher. Ja,
kein Problem. Gehen wir da hin. Komm mal. Unter der Kuh. Eichelkiefer. Wow. Genau. Erstmal eine schwächere Form. Ja, siehst du. Ist das die ganz einfache Form? Außer was im richtigen Moment oben runterdrückt. Eine Form fahren. Zeig. Ja, ja, siehst du. Düsteres Blätterdach. Okay. Okay. Durchsichtige Glasplatte. Gehen wir erstmal von Bord. Gucken wir das erstmal an. Kalkstein, okay. Ja, ich will noch Bäume mitnehmen. Na, bläst sie sich wieder auf? Weiß nicht, was hier herkommen soll. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh, wer bist du denn? Gehst dich einfach weiter? Gut für dich, junge Frau. Ich heiße Barry. Ich war wandern und habe nach Bären gesucht. Aber hier gibt es keine. Das ist ziemlich merkwürdig. Bären wachsen fast überall. Wenn ich wandere, halte ich immer an, um Bären zu pflücken. Ein paar lasse ich aber übrig. Tiere wollen ja schließlich auch welche. Ich bin schon ziemlich alt und habe Zeit und wandere zu gerne. Alles klar. In den Wäldern herumzuspazieren. Meine Füße werden aber relativ schnell müde. Meine Beine sind nicht mehr so das, was sie mal waren. Ich konnte einen Marathon laufen. Ich konnte tagelang rennen. Jetzt esse ich nur noch Beeren und genieße die Sonne. Lange Rede, kurzer Sinn. Könntest du ein paar Beeren für mich pflücken? Ich mag nur drei Sorten. Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Die anderen sind zu wild für meinen Geschmack. Bis bald, junge Frau. Ich wünsche dir einen bärenstarken Tag. Ja. Oh. Gold. Na los. Immer wieder schön. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich brauche meine frische Luft. Okay. Okay. Wo möchte ich aber rauf?
Okay, wir legen also da an. Denkt daran, Beeren. Ja, ich möchte gerne welche geben. Garantiert welche in der Tasche. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Irgendwie schaffe ich das. Dash ist natürlich viel einfacher, ne? Da gibt es nächstes Mal nichts. Okay. Naja, dann holen wir wieder ab. Okay, dann. Gebraten ist irgendwas für dich. So. Essen am Morgen sofort. Was soll das? Gib her. Muss ich, du hast keinen Unterschlupf für mich vorbereitet. Schreib dir das auf. Schnell. Etwas Spartanisches. Ohne Schnickschnack. Und zwar so schnell wie möglich. Los jetzt. Elinas Kabine. Aha. Sind denn die? Hallo. Liegen die weg? Ich habe das gebratenes Dingens. Leinstoff, Stahlplatte. Ach, siehst du, durchsichtige Glasplatte, wollten wir nochmal. Braune. Hey, braune Bärle. Ach, ja, nehme ich auch. Alles klar. Durchsichtige Glasplatte. Warum haust du ab? Okay. Ja, mach hin. Na komm. Stahlplatte. Wie machen wir die denn? Ja. Ich wollte eine Stahlplatte noch machen. Okay, das war zu doll. Ich schmiede Glas. Los. Los. Okay. Raus. Schmieden ist ein bisschen nervig. So, wo klatschen wir dich jetzt hin? Ja, perfekt. So, jetzt brauchen wir noch Leinstoff. Machen wir das noch schnell fertig.
Wolfhahn, Leifhahn. Dann ist diese Frau auch glücklich. So. Oh, ist jetzt schon anstrengend. Hier den Frau nicht irgendwo hin platzieren. Ja. Ausgestattet. Sehr schön. Gut. An Land. Wir hatten viel Spaß. Wie geht's? Viel Kohle gescheffelt. Dieses Geld. So viel Zasser. Ja. Altmodisch. Ihr seid voll die Gangster. Okay. Dann geben wir dir mal dein gebratenes Hähnchen. Okay. Sieh das mal an. Das meinte ich. Frische Luft. Atme tief ein, Kundschafter. Das ist richtig gut. Da fällt mir ein. Du solltest die haben. Vicky meinte, er will sie nicht. Meinen kannst du auch haben. Wir brauchen sie nicht mehr. Hör zu. Ich glaube, wir müssen deine Rolle in unserer Organisation überdenken. Wenn Mickey nichts dagegen hat, könntest du ein paar Aufgaben übernehmen. Du hättest dann etwas mehr Verantwortung, wenn du verstehst, was ich meine. Ich werde es dir erklären. Wenn wir das da zum Schiff gebracht haben, machen wir dein Ding. Was es dir verdient. Wir werden auf dich warten. Okay. Was hast du denn anzubieten? Okay. Zwiebelsamen, Tomatensamen, Knoblauchsamen. Das ist ein Bräunig nicht. Oh, Tomaten. Genau. Das ist grauenhaft. Ich weiß nicht einmal, wie ich zurückkomme. Ja, Problem. Okay. Ja, okay. Gibt es hier noch irgendwas, was ich abbauen kann? Aha. Was ist hier Feines? Okay, hier ist Wasser. Okay, wer bist du? Ich hatte diese Geysir-Besichtigungstour schon seit Jahren geplant. Aber nachdem ich mein Lager aufgeschlagen hatte, war mir eins klar. Mein perfektes Verhalten hindert mich daran, nach links zu sehen. Nur ein blöder Fehler. Sag mir, sieht der Geysir so beeindruckend aus, wie er klingt? Ja. Warum hast du mir das gesagt? Jetzt bin ich noch wütender, dass ich ihn nicht sehen kann. Red ihn doch einfach um. Oh Mann, ey. Hier sind ein paar Typen, ey. Okay. Warum komme ich überall noch nicht hin? Hier ist ja ein Stück Zelt, können wir ja bouncen. Na, ganz gut. Rein. Ah, so viel Kraft hat er nicht. Los, komm. Ich fliegen wir halt hier rüber. Hier ist auch nichts. Oh Mann. Na denn los.
oder geht nicht? Ah, so, schafft. Jump-Run-Einlagen. Okay, zack. Oh Mann. Sprung. Oh ja. Oha. Eieieiei. Und was wir mit dem alles anstellen, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.